Heute zeige ich Ihnen, wie man einen Häusler Holzbackofen aufheizt. Bevor ich den Ofen befülle und anzünde, noch einige Informationen über den Ofen. Wir haben, wie Sie hier sehen, verschiedene Schamottsteine, verschiedene Zusammensetzungen, verschiedene Dicke. Wir haben auch kein Gewölbe verbaut. Wir haben gerade Decken. Das heißt, der Abstand vom Backgut zur Decke ist immer gleich. Jeder Häusler Holzbackofen kann sowohl im Gebäude, wie Sie es hier sehen, oder auch draußen im Garten, im Freien aufgebaut werden. Wenn er im Gebäude verbaut wird, gilt er als Feuerstätte. Das heißt, der Bezirksschornsteinfeger muss den Ofen abnehmen. Allerdings hat jeder Ofen auch ein Zertifikat für die Abnahme. Wird der Ofen im Freien verbaut, wie Sie hier sehen, benötigt er keine Abnahme vom Bezirksschornsteinfeger. Kommen wir nun zu den Holzarten, die wir verwenden können. Ich habe jetzt hier bevorzugt Nadelholz, das heißt, wir haben hier jetzt Fichtenholz, das ich verwende. Sie können genauso Buchenholz verwenden, allerdings verlängert sich dann die Abbrandzeit und in dem Fall eben auch die komplette Aufheizzeit des Ofens. Für den Habo 68 benötige ich ca. 15 Kilo Holz, um ihn einmal zu befeuern. Das Holz sollte möglichst trocken sein, beziehungsweise auch vom Durchmesser her maximal 4 bis 6 cm haben. Ich nehme jetzt von der Holzmenge ein Drittel und schichte es ganz luftig in den Holzbackofen hinein. Da der Abbrand nur in der vorderen Hälfte des Backraumes stattfindet, muss auch das Holz nur diese Länge haben. Vor dem Anzünden entnehme ich jetzt das Steckthermometer. Es könnte sonst beim Abbrand Schaden nehmen und mache die Zugklappe komplett auf. Zum Anzünden verwende ich in Wachs getränkte Naturholzanzünder, die ich jetzt auf das Holz oben drauflege. Die Türe schließen wir jetzt in die erste Raste, damit hier Sauerstoff eindringen kann, und warten jetzt ca. 20 Minuten, bevor wir dann das zweite Drittel Holz nachlegen. Nach einer Stunde Abbrandzeit verteile ich jetzt die Glut gleichmäßig auf der ganzen Backfläche. Nach der Abbrand- und der Glutphase räumen wir den Ofen jetzt aus. Hierfür nehme ich als erstes die Aschekrücke, mache mit dem Schürhaken hier die Ascheklappe auf und ziehe jetzt grob die restliche Asche in den Aschekanal. Dazu lassen Sie die Zugklappe immer komplett geöffnet, damit eventuell Ruß wieder in den Ofen hineinziehen kann. Als nächstes nehme ich dann den Edelstahlbesen und mache den Ofen hiermit sauber. Nachdem der Ofen jetzt sauber gemacht ist,
mache ich jetzt die Türe komplett zu, mache die Zugklappe ganz zu und dann wird das Steckthermometer eingeführt, damit wir jetzt unsere Temperatur sehen. Ab jetzt beginnt die Ausgleichsphase des Ofens. Das heißt, jetzt gleicht sich der Stein aus. Heiße Stelle, kalte Stelle, damit wir nachher eine ruhende Backatmosphäre haben, weil das ist eigentlich das Optimale, um nachher backen zu können. In dieser Ausgleichsphase kann ich schon beginnen mit heiß kurzgebackenem. Das heißt, Pizza, Flammkuchen, Dinnete kann ich jetzt sofort backen. Fürs Brot muss ich jetzt die Ausgleichsphase von ca. 30 Minuten noch abwarten. Das war ein Einblick in das Aufheizen eines Häusler Holzbackofens. Natürlich gibt es noch viel mehr Wissenswertes im Backdorf in Heiligkreuztal. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.